Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Weave Rising. Ist es nicht herrlich? Es ist wieder Tag, oder? Schön ist das, nicht wahr? Ich habe jetzt kurz mal gegoogelt, wie das funktioniert, und es ist ganz einfach. Hätte man auch von ganz alleine drauf kommen können. Ich bin halt ein bisschen schusselig. Wir haben natürlich ja hier diese lustigen, wunderbaren Gegner, die wir besiegen sollen. Und guck mal, was da unter Belohnung steht. Gerberei, ein Arbeitsplatz zum Veredeln von Tierhäuten zu Leder. Ja, easy. Das heißt, wir müssen den guten Mann jetzt hier eben aussuchen. Ich hoffe, er ist auch aktiv. Ist er jetzt aktiv? Ja, ich glaube schon. Oder? Ich sehe keine Blutspur. Weiß jetzt auch nicht. Journal. Log. Oh. Ich glaube, er ist aktiv. Reiseumhang. Ein Umhang gewährt dem Träger Schutz vor den Elementen. Ah, wahrscheinlich dann auch vor der Sonne. Rufus der Okay, wir machen jetzt mal ihn hier. Ich habe ihn jetzt ausgewählt. Ich hoffe, das klappt jetzt auch. Ich sehe noch kein Blut, aber das wird schon gleich irgendwie. Hoffentlich. Wird irgendwo hingehen, wo es nicht so sonnig ist. Oh mein Gott. Okay. Ich sehe halt noch keine Schnupper-Schnupper-Schnupper-Blutspur. Wo ist die Schnupper-Schnupper-Blutspur? Ja, die Map öffne, sehe ich hier auch noch keine. Ah, doch. Ich need eine Blutspur. Warum bist du nicht da, Blutspur? Jäger, Lille trinkt ihr Blut und wie macht's. Okay. Ja, ist ja alles ausgewählt. Ich gehe jetzt einfach mal weiter und hoffe, die Blutspur. Vielleicht kommt die auch nur nachts. Bin mir nicht mehr so sicher. Aber ich glaube, die kommt auch nachts. Nur nachts, oder? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Natürlich ist es ein bisschen doof, ne? Ich hätte das gerne heute und diese Folge noch geschafft. Wir sind jetzt erstmal bei der letzten Folge für dieses kleine Reinschnuppern. Ich würde sagen, war ja auch erstmal genug reingeschnuppert. Aber heute gucken wir natürlich nochmal. Machen wir noch schön gemütlich uns noch. Und gucken mal, ob wir es vielleicht schaffen, die gute Person noch zu finden. Es ist ja noch ein bisschen Zeit. Und der Tag ist ja zum Glück nicht allzu lang. Das heißt, mit etwas Glück bricht hier hoffentlich gleich die Nacht hinein. Und dann haben wir ja noch Zeit. Ich kann ja in der Zwischenzeit eben nutzen, noch ein bisschen Holz fällen und so. Wenn wir schon mal dabei sind, ne? Kann man da auch noch ein paar Bäume platt machen, damit die Sonne uns wieder auf den Pelz scheint. Ist doch alles clever, ne? Clever ist der Fuchs. Ich sag's euch. Cleverer geht das gar nicht. Jo. Ja, haut mir mal auf jeden Fall gerne in die Kommentare. Jetzt habt ihr ja so 6 Folgen hinter euch. Jetzt sind wir schon bei der 7. Wie gefällt's euch so mal an die Leute, die gerne solche Spiele spielen? Ich bin tatsächlich nicht so der Survival-Player, weil ich meistens einfach die Zeit dafür nicht habe. Vor allen Dingen, wenn du sowas wie zum Beispiel bei Valheim und so weiter, wo du halt endlos grindest, um dann dein Haus und dein Hütchen und dein Dörfchen zu bauen. Es ist natürlich aber eine sehr befriedigende Nummer, ne? Du investierst deine Zeit und siehst nach und nach, wie du vom kleinen Dulli dein kleines riesiges Dorf aufbaust und immer wird immer größer. Am besten ist halt noch, wie gesagt, Kumpels dabei, mit denen man dann gemeinsam arbeitet, damit es auch noch cooler ist. Und das macht schon Bock. Muss man ganz klar sagen. Und ich glaube, das geht hier genauso gut. Also es wird hier wahrscheinlich genau den gleichen Sog entwickeln, wenn du dann halt anfängst, gemeinsam dein Schloss zu bauen und so weiter. Das ist bestimmt schon ziemlich cool. Ja, können wir natürlich jetzt hier gerade nicht testen. Ich bin hier ja nur solo unterwegs. Aber auch solo macht's Gaudi. Es ist bis jetzt, muss man auch sagen, läuft's gut. Ich hatte keine technischen Probleme. Das Einzige, was aufgefallen ist, dass gelegentlich der Text nicht in die Boxen reinpasst. Und dass manche Begriffe vielleicht nicht ganz astrein übersetzt worden sind. Aber um Gottes Willen, bei weitem nicht so schlimm wie bei unseren Simulatoren oder so. Also durchaus brauchbar. Und auch ohne Englischkenntnisse zu verstehen. Also alles in Ordnung. Na, wenn wir da mal so an unsere Simulatoren denken. Hoi, 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 hoi. Da sind wir ja ganz anderes gewohnt, ne? Ja. Wollen wir mal schauen. Gucken wir mal. Aber würde mich auf jeden Fall interessieren, wie es euch soweit gefallen hat. Bis jetzt. Und ja. Könnt mir dann auch gerne in die Kommentare hauen, ob ihr da vielleicht mal einen Stream sehen wollt, dass wir mal gemeinsam eine Runde streamen oder so und das da dann. Hätte ich jetzt persönlich nichts gegen. So, klauen wir ein bisschen Kupfer, warten eben gleich, bis die Nacht einbricht und dann hoffe ich, dass der Blutgeruch uns auch wieder leitet, denn ohne dieses Blutgerüchlein wird es ein bisschen schwierig jetzt, ne? Ja, geht die Sonne unter und she's gone.
The moon is rising. Sehr schön. Ich sehe halt leider... Ich sehe halt immer noch nicht diese Blutspur, was ich nicht verstehe. Hier, es ist ausgerüstet. Was muss ich tun? Ich habe es ausgerüstet. Zeig mir die Blutspur. Oder bin ich nicht nah genug dran? Kann das sein, dass man erst nah genug dran sein muss? Das könnte ich mir noch vorstellen. Dass wir erst in das Gebiet laufen müssen, wo der sich vielleicht befindet. Vielleicht hier oben irgendwo oder so. Das könnte ich mir vorstellen. Dass man erst eine gewisse Nähe zu dem Feind erreichen muss, bevor diese Blutspur kommt. Das könnte sein. Gucken wir mal. Wir latschen jetzt einfach mal ein bisschen durch die Gegend und gucken mal, was passiert. Viel mehr kann ich jetzt ja nicht machen, ne? Moin! Da war der Friedhof, da waren wir schon. Ich würde mal in diese Richtung einfach gehen. Einfach mal weiter latschen, mal gucken, was so passiert, ne? Das ist wieder so ein Alpha-Wolf, den kennen wir ja schon. Ja. Bleib mal entspannt, ich habe keinen Bock auf dich. Ich will jetzt hier schön neue Dinge sehen. Einfach mal den Weg weiter folgen und gucken, wo der uns hinführt. Vielleicht finden wir ihn dann noch. Aber ich bin auf jeden Fall nicht der einzige Dude, der das nicht gerafft hat mit der Gerberei. Es gab von meinem MMO extra einen Artikel darüber. Da hätte so halt noch so ein Hinweis kommen können. Von wegen, ja hier, und ihr bekommt dann auch noch Belohnung, weil man hat halt nur diese Fähigkeit erklärt bekommen, dass man Fähigkeiten bekommen kann. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, die sind ein bisschen übel. Oh mein Gott, nee, das ist nicht gut. Da sind wir noch ein bisschen zu kacke, glaube ich. Das ist noch nicht so gut. Level 20, ja, wir sind erst 17, das passt nicht. Hier sind wir falsch, aber das heißt ja dann auch, ich bin nicht in der richtigen Richtung. Wie wir seitlich laufen, Alter. Okay, werde ich noch verfolgt? Nee, dann können wir ja mal eben ein bisschen Blut opfern. Zum Heilen. Ja, jetzt wäre es echt interessant, wo man hin muss. Ich guck mal gleich, ob es da noch eine Info gibt auf der Beschreibung. Der Beschreibung des Gegners, ob da vielleicht irgendwie ein Hinweis steht, wo man ihn findet. Kaylee, der Frostbogenschütze. Als kalthättiger Banditenleutnant beaufsichtige sie die Tierhaltung und das Ledergerberlager in Farbane. In Farbane. Einst Mitglied der Dunley-Miliz wurde sie wegen ihrer brutalen Entscheidungsfindung auf dem Schlachtfeld von ihrer Position entfernt. Abgesehen davon, dass sie eine Meisterschützin ist, regnen ihre verzauberten Pfeile eisigen Tod herab. Okay, also in Farbane. Das ist ja dann easy, da können wir gucken. Das ist der Wald von Farbane. Und dann wird die hier in irgendeinem dieser Lager sein. Wir hatten ja schon mal ein Lager gesehen. Ich glaube, das war Banditen-Kupfermine. Ach, guck mal, ist so easy. Banditencamp, ein kleines Banditenlager, das nur eine begrenzte Menge an Vorräten enthält. Also, man muss hier einfach rumlatschen und dann schauen wir mal. Banditencamp, ein kleines Banditenlager. Wo war ich jetzt hier gerade? Banditenlager, ein Banditenlager mit einer großen Auswahl an Vorräten. Okay. Ist aber nicht das Camp, was wir suchen. Also, man findet das schon raus. Man läuft jetzt halt ein bisschen rum, muss suchen. Wahrscheinlich können wir es auch googeln, weißt du, sowas kannst du wahrscheinlich... Zweifel gehst du ein bisschen googeln. Die sind alle schon Level 20, das ist mir zu krass. Nee, Leute, lass mal stecken. Also hier bin ich, glaube ich, falsch. Wobei, gut, der steht ja Level 20, ne, oder? Oh. Ja, die ist ja schon Stufe 20. Wahrscheinlich müssen wir erstmal noch ein bisschen craften und so. Wir sind, glaube ich... Ah, ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Oh nein, bin ich dumm. Leute, wie kann man denn so blöd sein? Ich habe doch jetzt Kupfer am Start. Und was kann man mit Kupfer machen? Bessere Ausrüstung. Ich bin ja vielleicht dämlich. Oh Mann. Ja, gut. Blöd gelaufen. War ein bisschen schusselig von mir. Ich versuche mal eben noch schnell zu meinem Camp zurückzukommen. Es gibt wohl leider wirklich kein Schnellreisen.
Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es gibt keins. Das wäre jetzt halt irgendwie cool, wenn man einfach schnell nach Hause reisen könnte. Wir schauen mal eben. Wir müssten da wahrscheinlich gleich mit Kupfer nämlich uns bessere Waffen machen können. Dann halten wir natürlich auch mehr aus und dann können wir uns natürlich auch entspannt den Banditen stellen. Voll doof. Man merkt, ich spiele so eine Spiele nicht so oft, ne? Gelegentlich mal. Ich glaube, das härteste in diese Richtung ist Minecraft, was ich spiele. Und das ist nicht hart, ne? Aber wenn wir gerade nochmal bei Kupfer stehen, dann können wir das auch gleich mitnehmen, weil wir werden dann eine Menge davon brauchen. Definitiv. Sonst wird das nichts. So. Gut, weiter geht's. Ich muss mal eben mein... Oh mein Gott. Nee, 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 nee. Ja, ja, ja. Bleib mal entspannt. Das war auch einer der großen Gegner, die man später bekämpfen soll. Machen wir jetzt natürlich noch nicht. Ist noch ein bisschen zu luschig. Moin, kein Bock auf euch. Bleib mal entspannt. Ja, ja, ja. Da habe ich mal wieder ein bisschen verkackt, ne? Aber alles wird gut. Alles wird gut. Ich snack mir mal eben eine Ratte rein. Dankeschön. So. Mein Blut war dann doch ein bisschen niedrig. Muss ja nicht sein. Schnell zurück ins Lager. Oh, wie ärgerlich, dass ich auch nicht drüber nachgedacht habe. Voll dumm. Moin. Ja, jetzt nicht. Ich habe keine Zeit für euch. Ich muss hier noch ein bisschen Progress schaffen. Leute wollen noch ein bisschen was sehen, weißt du? Ja, 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 ja. Laufen, 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 laufen. So. Wenigstens haben wir noch Nacht. Ah, voll doof. Vielleicht kann man deswegen auch noch nicht dieses Blutgedönse machen, weil man das Level noch nicht erreicht hat. Vielleicht geht dieser Blutfinder erst, wenn man dann auch das Level 20 erreicht hat, weil das Game sagt, nein, du bist noch zu kacke. Ich führe dich da jetzt nicht. Wenn du selber hinlatscht, ist dein Problem. Das könnte ich mir auch noch vorstellen, dass sie sagen, nee, nee, der Blutfinder, der Schnupperer, der geht erst los, wenn du auch das Level, das der Gegner hat, das Minimum-Level erreicht hast. Könnte ich mir vorstellen. Was war das denn jetzt? Ernsthaft jetzt? Bin ich da echt dran vorbeigeballert? Nähere dich. Ja, lass dich kurz hauen. Mir egal. Wollte nur mein Blut nochmal auffüllen. So. Okay. Wir sind ganz nah an unserer Heimat, ne? Ganz nah. Moin. Keine Zeit jetzt für euch. Ich muss jetzt eben mal nach Hause hier. Und dann schauen wir mal, wie das mit der Rüstung aussieht, ne? Immer rinnen mit der Rüstung. Rinnen mit der Rüstung, rinnen mit der Rüstung. Da gibt es auch neue Waffen. Ja, auch selten dämlich bin ich, Mann. Also wirklich. Also ernsthaft, wie dumm. Wie unfassbar dumm. So, einfache Werkbank. Guck mal, was wir hier haben. Kupferdinge, du ahnst es ja gar nicht. Ah, brauchen wir Bretter. Oh nein, ich habe keine Bretter mehr. Ja, Leute, so viel Progress will das heute nicht mehr. Oh Mann, okay, warte. Holz, bitte. Aber ihr seht halt, wie es jetzt weitergehen würde, ne? Es geht halt wie bei jedem Game in dieser Richtung darum, einfach immer besser zu werden, nach und nach bessere Ausrüstung zu bekommen und so weiter, ne? Das übliche Prinzip. Wir kriegen jetzt hier auch bessere Rüstung, ihr seht. Ah ne, aber hier brauchen wir Leder, das geht noch nicht. Aber Waffen kann ich schon mal bessere machen. Das ist ja immerhin etwas. Mein physischer Schaden erhöht sich deutlich. Das wird schon sehr hilfreich sein. Wird aber jetzt noch nicht komplett über Sieg und Niederlage entscheiden, ne? So, ich warte mal eben noch, bis die Bretter fertig werden, damit wir wenigstens noch die neue Waffe sehen können. 3 Stück brauche ich. Nein, nicht den Container. Machen wir die Säge weg auf. Oh, was ist denn nun los? Oh, hi. Moin! Was ihr denn hier? Ja, freue mich, dass du da bist, ne? Schön, dass du hier zu Besuch gekommen bist. Sehr schön. Oh, hat er, wie er denn einfach dieses arme Reh komplett weggebumst hat. Aber nicht so ein bisschen, sondern mit aller Kraft, Alter. So, wie sieht's denn aus? Schau, ein Brett noch. So, das dürfte jetzt reichen, ne? Waren es 10? Ich weiß es nicht mehr. Moment. Hab mir das natürlich nicht gemerkt, weil das wäre ja clever. 12. Ja gut, nutzen wir den Moment. Fällen noch ein paar Bäume. Dann habe ich auch gleich alles vor meinem Schloss zerballert, damit ich auch ja nicht mehr wegkomme. Ne? Gibt sehr viel Sinn. Hallo Bea! Ich weiß gar nicht, ob man auch durchs bloße
Töten von Gegnern auch am Level aufsteigt. Weil ihr seht ja, wir haben ein Level. Wenn wir mal auf den Charakter gehen. Ups. Das wollte ich gar nicht. Wie mache ich mein Charaktermenü auf? E? Nee. Tap? Tap. Da sehen wir unsere Stufe. Das ist die Rüstungsstufe. Ah, okay. Also wir leveln nicht per se, sondern unsere Stufe ergibt sich komplett einfach nur durch das getragene Equipment. Ah, alles klar. Mama weiß ja Bescheid. Könntest du bitte das Sägewerk, genau, danke. So, jetzt aber. Wenn Manu... Das soll man eben herstellen. Wir können auch den Ring machen. Den Ring, den Kupferbandring. Den können wir auch noch machen. Der bringt auch nochmal Rüstung. Sehr schön. Machst du mal noch den hier bitte? Kupferbandring und hier Kupferschwert. Warum habe ich mein Knochenschwert noch? Habe ich davon... Reicht ich nicht so ganz. Ist ja egal. So. Eins. Jetzt haben wir eine Stufe von 23. Damit wären wir jetzt stark genug für die Banditen. Was geht denn jetzt noch weiter? Kupferaxt. Bräuchten wir noch ein paar Kupferbarren und Bretter. Ja, das ist ja... Also ihr seht, jetzt geht das Gegreine los. Ne? Jetzt werden wir wieder losrennen. Holen uns noch weitere Bretter und Kupfer. Ich würde jetzt erstmal, das wäre jetzt so das, was ich als erstes machen würde, mein ganzes Equipment erstmal auf das Level bringen. Dass wir da jetzt dann, oh natürlich Rise jetzt die Sun. Und dann können wir ja mal hier unseren Sonnenschutz ausprobieren. Einfach nur um zu gucken, wie groß der ist. Ah, viel ist das ja nicht. Zählt das fürs ganze Camp? Es zählt fürs ganze Camp. Cool, okay, nice. Das heißt, machst du ja so ein Nebelschalen-Feuerding, haust da unendlich von diesen Knochen rein. Da nochmal eben 500 Stück drauf. Dann brennt das Ding erstmal. Ein Knochen hält irgendwie eine Minute. Das heißt, 500 Minuten, da ist man erstmal ordentlich mit beschäftigt. Kannst du mit arbeiten. Dann hast du wenigstens tagsüber, kannst du dich dann hier um dein ganzes Craft und so weiter kümmern. Und wenn die Nacht anbricht, gehst du raus, Ressourcen sammeln, Gegner kloppen und so weiter, ne? Okay. Ja, also ich stell's mir schon ganz motivierend vor, wenn man halt Bock auf solche Games hat. Wie gesagt, wenn ihr auf so eine Games nicht steht, dann wird euch das jetzt vielleicht mit dem Setting abholen. Also wenn ihr sagt, ich bin voll der, also mega krass der Vampir-Fan. Mega nice. Finde es voll toll, dass ich nicht in die Sonne gehen kann. Könnte ich mir vorstellen, dass sich das vielleicht noch abholt. Ansonsten, wer halt mit dieser Art von Games nichts anfangen kann, der wird auch damit jetzt nicht mega glücklich werden. Aber für diejenigen, die sich nach neuem Futter sehen, ich glaube, für die könnte das hier ein ganz nettes Ding sein. Ist auch jetzt schon im Early Access richtig nice. Also... Wir hatten während unseres Spiels, jetzt die ersten 2,5 Stunden, die ich jetzt gedaddelt habe, keinerlei Probleme. Außer, dass ich persönlich wieder mal ein paar Verständnisprobleme hatte, aber das liegt ja an mir und nicht an dem Game. Also, das Einzige war wirklich, wie gesagt, nur dieser Button, wo der Text nicht reingepasst hat. Und dass eine Übersetzung oder ein paar Übersetzungen nicht so ganz konsistent sind. Die heißen dann im Baumenü anders, als sie dann später gebaut heißen und so weiter. Aber das ist in Kleinigkeiten. Nichts, was jetzt irgendwie super Game-Breaking ist. Also somit muss ich sagen, bis jetzt ganz nice. Ich wäre natürlich spannend, wie es noch weitergeht, ne? Ob es nachher auch irgendwelche Städte gibt, wo man Händler hat, wo man Dinge kaufen kann und so weiter. Wenn wir mal auf der Map gucken. Könnte natürlich sein, dass hier auch irgendwie richtige Städte und so weiter noch auf uns warten, ne? Ackerland und so, dass hier vielleicht noch ein Schloss ist und so weiter. Aber das weiß ich nicht. Das wäre natürlich noch spannend. Aber man sieht, wir haben jetzt nur diesen kleinen Bereich gesehen. Die Welt ist echt groß. Ich weiß nicht, wie es so questmäßig sich noch entwickelt, ob sich die Quest komplett nur auf töte diese nach und nach diese Gegner hier beschränkt und baue dir halt ein geiles Schloss und werd Imba. Das kann natürlich sein. Aber Motivation ist auf jeden Fall da, ne? Also für Motivation wird gesorgt. Es sieht optisch echt gut aus. Es läuft butterweich bei mir. Ich habe keine technischen Probleme. Sound ist auch nice. Also von meiner Warte aus gibt es jetzt nicht viel zu meckern, muss ich sagen. Ja, Hahn. Und ich würde sagen, damit schließen wir unseren kleinen Einblick in V-Rising auch erstmal ab. Ihr könnt mir mal gerne in die Kommentare hauen, ob es euch gefallen hat und ob ihr davon noch ein bisschen mehr sehen wollt. Sollte das Interesse so richtig mega groß sein, könnte man von mir aus nochmal eine Woche dranhängen.
Oder wir machen nochmal einen Stream oder sowas draus und spielen dann gemeinsam, dass wir mal eine Runde zusammenspielen und gucken, wie das dann ist. Das stelle ich mir vielleicht ganz lustig vor. Wer da Bock drauf hat, gerne in die Kommentare schreiben. Ja, ansonsten bedanke ich mich natürlich bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst entsprechend ein Däumlein da. Wenn euch das Spiel interessiert, schaut gerne mal beim Entwickler vorbei. Ich verlinke euch Steam und Co. alles wieder in der Videobeschreibung. Und ja, ansonsten gerne bis zum nächsten Projekt. Bis dahin euch, viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.